In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie man PDF einfügt in das Revit-Modell, auch wieder als Unterlage. Hier muss man unterscheiden, wie das PDF erstellt wurde. Das PDF kann letztendlich aus einem CAD-Programm erstellt worden sein oder auch aus einem BIM-System. Das können zum Beispiel Archicad sein, AutoCAD etc. Und dann enthält es in der Regel Vektorgrafiken. Dann können Sie das PDF mehr oder weniger genauso behandeln, wie als würden Sie es ähnlich behandeln, wie als würden Sie in AutoCAD, DWG und so weiter reinziehen. Natürlich, Sie müssen trotzdem die PDF, den PDF-Import-Schnittstelle verwenden. Allerdings haben Sie dann die Möglichkeit, dass eine Raster, eine Vektorgrafik darunter liegt, und Sie können zum Beispiel dann Punkte einfangen und so weiter. Das PDF kann allerdings aber auch aus Rastergrafiken bestehen, wie in unserem Fall. Und dann können Sie natürlich auch, gehen Sie wieder denselben Weg über die PDF-Schnittstelle, die ich gleich zeigen werde. Allerdings verhält sich dann die PDF-Unterlage eben wie eine Rastergrafik. Das heißt, Sie können dort keine Punkte einfangen, etc. Wir haben ja im vorigen Video gezeigt, wie man eine Rastergrafik einfügt, und jetzt werden wir sehen, dass es jetzt relativ ähnlich ist, vor allem das Nacharbeiten, wenn Sie mit dem PDF zu Hande gehen. Nur der Import ist ein bisschen anders, weil Sie halt ein PDF-Dokument haben. Okay, fangen wir mal an. Ich wechsle jetzt erstmal im Revit hier in die Sicht, wo ich das einfügen will, in die Ansicht. Das handelt sich hier um das Dachgeschoss. Das möchte ich jetzt mal einfügen. Dazu gehe ich wieder auf Grundriss hier. Und das Projekt möchte ich speichern. Ja. Und bin jetzt hier in meiner Dachgeschossansicht, Rohbau. Und füge jetzt hier über Einfügen das PDF ein. Hier ist die Schnittstelle, die ich jetzt ansprechen muss. Klicke jetzt hier drauf, suche das PDF-Dokument aus. Das ist dieses hier. Gehe auf Öffnen. Jetzt bietet er mir mehrere Seiten an, weil das Dokument besteht aus mehreren Seiten. Ich muss also vorher klar gemacht haben, um welche Seite es sich handelt. Das ist die Seite 3. Und Sie können ja die Auflösung wählen. Ich wähle hier mal ein bisschen eine höhere Auflösung, also maximal. Dann kann ich mehr Details sehen. Sie müssen allerdings beachten, damit wird natürlich auch der Speicherplatz größer. Ja, also umso höher das Bild ist, umso höher aufgelöst ist, umso mehr Speicherplatz benötigen Sie. Ja, also wenn Sie jetzt hier kleiner auflösen, dann wird die Revit-Datei letztlich kleiner, weil das PDF wird quasi in die Revit-Datei abgelegt. Also Seite 3 und maximale Auflösung. Und gehe auf OK. Ja, Sie sehen, es ist wieder ähnlich wie vorhin auch. Also wird jetzt hier das Bild abgelegt. Er hat es leider relativ klein gezoomt, wenn wir das Ganze wieder hochskalieren. Dazu gehe ich jetzt ein bisschen eine verkürzte Arbeitsweise. Ich werde zunächst erstmal meine Raster wieder einstellen. Hierzu blende ich erstmal meinen Projektbasispunkt ein und dann die Arbeitsebene. Gehe also wieder auf Shortcut VG und suche meinen Projektbasispunkt. Das war hier unter Gelände, hier oder Grundstück. Und hier Vermessungspunkt, Projektbasispunkt. Wobei, hier können wir auch ausmachen, Vermessungspunkt, Projektbasispunkt leicht. Das ist hier mein Ursprung. Hier kommt meine Ecke hin vom Gebäude. Dann gehe ich noch auf Architektur und blende hier die Arbeitsebene ein. Und die stelle ich jetzt um auf 12,5. Gehe also hier auf die Eigenschaften und verwende jetzt hier ein 12,5er Raster. Für Mauerwerksbau ganz praktisch. Mache es ein bisschen kleiner. Ich brauche es nicht ganz so groß. So, so. So, tun wir jetzt das Bild noch skalieren. Hier haben wir das Problem, dass die Maße, die sind quasi auf der Außenkante vom Dach, während hier der Projektbasispunkt eigentlich hier ist. Das heißt, es bringt es nichts, das hier einen Projektbasispunkt zu legen. Hier können wir das mal so frei skalieren und danach ausrichten. Ich nehme also jetzt hier die Maßkette wieder zum Skalieren zur Hilfe. Gehe also, das Bild ist ausgewählt. Jetzt sieht man, klickt es an, es wird blau markiert, kriegt diesen blauen Rahmen. Dann gehe ich hier auf Skalieren oder Maßstab und zoome mich hier wieder ein bisschen ran, damit ich das möglichst genau erwische. Und klicke hier in die Mitte, fahre jetzt wieder raus, schiebe hier rüber, das war ein bisschen zu viel. Zoome mich hier ran und versuche auch hier wieder die Mitte zu erwischen. Und gebe den Faktor ein und das ist 1125, 1125. Das ist kein Faktor, sondern es ist quasi die Länge, die es haben soll. Den Faktor rechnet er selber aus. Bestätige mit Enter. Jetzt schiebe ich das Ganze hier in meinen Basispunkt rein mit der Hausecke. Das war ein bisschen zu viel. So.
Tue es auch noch fein justieren, wenn ich jetzt mit dem hier ranzoome. So, das mache ich mit dem Pfeiltasten der Tastatur. Das war zu viel, so ungefähr in der Mitte meiner Linie. Jetzt checke ich das nochmal hier. Das sieht gut aus. Hier liegt es auch drauf. Hier drüben nochmal schauen. Vom Arbeitsraster sieht auch gut aus. Schauen wir uns hier diese Ecke an. Naja, die ist ein bisschen unschön. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen korrigierend eingreifen. Das dürfte dann hier auch so sein. Ja, hier können wir noch ein bisschen justieren. Wer es will, ist im Prinzip Spielerei, aber man kann es machen. Also können wir noch mal ein bisschen nachskalieren und versuchen wir das noch zu korrigieren. Ich gehe hier drauf, fahre das hier an, nehme hier diesen Punkt und schiebe das hier rein. So. Müssen wir aufpassen, es geht jetzt in beide Richtungen, aber ich glaube, das sieht gut aus, sonst können wir das hier noch ein bisschen justieren. So. Man kriegt es nie ganz genau hin. Ist ja nur eine Rastergrafik, aber ich glaube so. Damit können wir, glaube ich, jetzt leben. Haben wir es einigermaßen jetzt hier aufgespannt auf dem Ebenenraster. Wir sollten es auch nochmal kontrollieren, ob die Maße überhaupt stimmen, die wir ja gemacht haben. Dazu gehe ich auf Messen, raste jetzt hier ein. Habe ich das? Das Blöde ist, er lässt mich jetzt hier doch, jetzt lässt er mich hier einrasten. Und habe hier 12,5. Ja, ich kann ja schwer einrasten, weil ich rauszoome, um die Maßzahl zu sehen. Das ist ein bisschen blöde, unschön gelöst hier im. Doch, hier oben zeigt das an. Also hier oben links zeigt er dann das Maß an, wenn ich hier unten einraste. Das sind 10, 12, 5. Ja, und wenn wir hier mal in die andere Richtung gehen, da zeigt das jetzt hier an. Das sind 25. Also das sieht da gut aus. Also hier oben in der Optionsleiste sieht man schön die Maßzahl. Ja, das können wir jetzt wieder fixieren. Also pinnen wir das Bild und können auch das Arbeitsebenenraster noch ein bisschen zusammenschieben, dass es nicht zu groß wird. Und haben jetzt, ach hier können wir noch den Rahmen ausschalten oder halt das klein, machen wir es mal kleiner. Damit, wenn Sie mit der mittleren Maustaste betätigen, das Ganze nicht zu groß wird. So, jetzt haben wir das Bild entsprechend eingefügt, dann skaliert, dann ausgerichtet und noch die Arbeitsebene eingestellt, so dass es optimal positioniert ist und sehr gut als Arbeitsgrundlage oder Modelliergrundlage verwendet werden kann. Wie gesagt, es ist ein Bild, aber was quasi in der PDF-Datei gespeichert wurde. So viel zum Arbeiten mit PDF als Modelliergrundlage.